Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Die vielen Geschlechter der Biologie. Anlass ist die Debatte an der HU zu Berlin und uns interessiert, wie kommt man denn in der Biologie zu vielen Geschlechtern? Das verrät uns Heinz-Jürgen Voss. Heinz-Jürgen Voss ist BiologIn und ProfessorIn für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung hier an der Hochschule Merseburg und zugleich auch ProrektorIn für Studium und Lehre. Mein Name ist Eva Kubitzer. Ich arbeite an einem Forschungsprojekt hier an der Hochschule Merseburg und Sie können sehr gern heute mit uns diskutieren, hier analog vor Ort. Sowieso, kleiner Hinweis dazu, Sie werden per Audio aufgezeichnet, zu sehen sind Sie nicht. Und auch digital, sehr gern können Sie Ihre Fragen loswerden auf der Fragenplattform Frag Jetzt. Geben Sie einfach frag.jetzt in Ihren Browser ein. Raumname ist die 390-533-21. Ich wiederhole nochmal, 390-533-21. Klicken Sie unten rechts auf das Plus, was erscheint, und stellen dann darüber Ihre Fragen. Ja, wie kommt man denn in der Biologie zu vielen Geschlechtern? Das ist ja so der Grund, aus dem wir heute hier sind, diese Frage zu klären. Dann vielen Dank und auch willkommen von mir. Freut mich sehr, dass so eine Veranstaltung heute hier möglich ist. Und eigentlich freut es mich auch, dass die Diskussion in Berlin aufgekommen ist, weil wir gerade populär noch seltener über die vielen Geschlechter der Biologie sprechen, sondern häufig kommen wir bei so einem Punkt an, dass es sich dann um eine Frage von Gender, also gesellschaftlichen Geschlecht und nicht von Sex, biologischen Geschlecht handeln würde. Aber auch wenn wir auf biologisches Geschlecht sehen, kommen wir durchaus bei einer Vielfalt an. Und vielleicht kann ich dazu einige Perspektiven eröffnen und damit auch die Debatte in die Richtung noch ein Stück weit befeuern. Ich finde es schon ganz interessant, dass in der aktuellen Diskussion vielfach der Bezug zu Fortpflanzung dann jeweils aufgemacht wird, also dass gesagt wird, ach, wir müssten ja eigentlich nur noch über Fortpflanzung sprechen und damit eigentlich eine Biologie sich vermeintlich des gesamten Themas Geschlecht entziehen möchte, also dass es dann gerade nicht mehr um Geschlecht gehen soll, sondern einfach gesagt wird, ach, na, wir brauchen irgendwie Fortpflanzung, dafür sind Keimstoffe erforderlich und dann wäre die Frage Geschlecht geklärt. Dass es nicht so einfach ist, sehen wir zum Beispiel schon darin, dass verschiedene Transpersonen, Transgender-Personen im Spitzensport nicht teilnehmen dürfen, aufgrund nicht einer Fortpflanzungsfähigkeit, die ihnen zugeschrieben wird, sondern aufgrund von Hormonspiegeln, die zugeschrieben oder gemessen werden. Insofern sehen wir auch, biologisches Geschlecht ist durchaus komplexer und das sind so ein bisschen die Perspektiven, die ich eröffnen möchte. Vielleicht ganz kurz zu mir auch nochmal vorneweg oder auch mit Bezug zur Hochschule, weil damit auch deutlich wird, dass das Themenfeld eigentlich noch unterrepräsentiert ist insgesamt in Deutschland. Wir haben hier den einzigen konsekutiven, kostenfreien sexualwissenschaftlichen Masterstudiengang an der Hochschule Merseburg mit dem Master Angewandte Sexualwissenschaft. Und da wird schon deutlich, welche Lücken wir uns im Moment leisten, denn egal, wo Menschen immer mit Menschen zu tun haben, in Schule, in Kita, in Justizvollzugsanstalten, wo auch immer wir hingucken im medizinischen Bereich, spielen Fragen von Geschlecht, Körper und Sexualität in der aktuellen Gesellschaft eine Rolle. Und entsprechend müssen wir natürlich Fachkräfte dafür ausbilden. Und dass wir heute diskutieren, dass wir auch zu Fragen biologisches Geschlecht diskutieren, ist eigentlich der Gewinn, den wir aktuell in Gesellschaft haben, weil wir damit weiterkommen können. Uns wird deutlich, offensichtlich viele Dinge, die wir wissenschaftlich schon wissen, kommen gar nicht in der Breite der Gesellschaft an, kommen nicht bei Fachkräften in der Schule an. Und entsprechend gibt es eben jeweils Wissenslücken, die dann immer auch eine Rolle spielen können und die dann Fragen aufwerfen, die ich auch immer erstmal als berechtigt annehmen würde. Natürlich haben Personen Fragen und die sind auch erstmal ernst gemeint. Manchmal finden die nicht die geeignete Wortwahl, dann kann man trotzdem gucken, dass man sie versteht und auch entsprechend beantworten kann. Soweit vielleicht als kleinen Einstieg. Ich habe 2-3 Sachen vorbereitet, ungefähr 30-35 Minuten werde ich so einen Input eröffnen, sodass wir auch noch ausreichend Zeit zur Diskussion haben. Habe mir auch eine Uhr hingelegt, damit das auch klappen möge. Das habe ich mit Ihnen vor. Also einmal, dass wir zumindest kurz darauf gucken, biologie, neutrale Wissenschaft,
Ist das im Moment so oder brauchen wir da noch was? Also müssen wir neutraler werden, dass wir weniger stark die geschlechtlichen Stereotype in der Biologie schon voraussetzen, die wir immer gesellschaftlich schon wissen. Also wir wissen eben, dass es in einer Gesellschaft Männer und Frauen gibt. Wir kommen heute dazu, natürlich gibt es auch Trans- und Interpersonen, es gibt non-binäre Personen, aber es gibt eine gesellschaftliche Ausgangslage und die wird auf eine Biologie übertragen und dann soll eine Biologie das jeweils finden. So. Und da sind natürlich Herausforderungen mit verbunden und wie könnten wir vielleicht neutraler werden in einer Biologie? Das als Ausgangspunkt. Dann möchte ich gern ein bisschen so auch entlang der Gender-Brett-Person zumindest ganz kurz auseinanderhalten, worüber reden wir heute, und auch deutlich machen, wir haben hier nicht mit einer theoretischen Debatte zu tun, sondern wir haben es mit konkreten Lebenswirklichkeiten zu tun. Also Menschen sind konkret von Diskriminierung und Gewalt betroffen. Deshalb sprechen wir auch über diese Themen in der Gesellschaft. Und das sollten wir nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass sich eine Person durch etwas gegenderte Sprache irgendwie mal angefasst fühlt, sondern es geht darum, dass Personen ganz konkret Diskriminierungs- und Gewaltverhältnisse erleben und wir daran arbeiten, dass das jeweils verbessert werden kann. Da mache ich hier gerade in der Region Sachsen-Anhalt durchaus auch die Erfahrung, dass auch Leute, die sagen, ach naja, mit dem Gendern, das ist mir noch nicht so richtig. Aber wenn man dann sagt, naja, dadurch, dass Menschen mehr gesehen werden, dass sie auch ihre Gewalt als, also erlebte Gewalt als Transpersonen artikulieren können, wird die Lebenssituation für die besser. Und da gehen auch ganz viele Leute, die sagen, ach, da sperre ich mich an der einen Stelle erstmal, gehen mit und sind dann empathisch und sagen, ja, ich möchte die Person ganz konkret darin auch unterstützen. Also Lebenssituation deshalb als zweites, dann ein Einblick in biologisches Geschlecht. Natürlich eine Richtung, die ich in Geschlechtsentwicklung aufmachen kann, anreißen kann, gerne auch aber auch eingeladen, dann jeweils an den Stellen weiter zu lesen, aber auch weiter Fragen zu stellen, weiter zu diskutieren. Deshalb auch der Blick auf Materialien und Lektüre, von denen es erfreulicherweise weitere dann auch jeweils noch mitgibt. Damit würde ich auch starten mit einem kleinen Punkt. Ich habe mal ein Zitat von Rudolf Virchow herausgegriffen, von gerade in der Zeit Mitte 19. Jahrhundert. Also eine moderne Biologie kommt um 1800 auf. Und hier wird eben deutlich als ein zentraler Punkt, ist nicht der erste, sondern einfach herausgegriffen, wie Geschlecht eigentlich zugeschrieben wird. Und ich lese es kurz vor. Das Weib ist eben Weib, also ist die Sprache der Zeit. Das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse. Also Eierstöcke, Hoden würden wir heute als Keimdrüsen bezeichnen. Also das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse. Alle Eigentümlichkeit seines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit, die süße Zartheit und Rundung der Glieder bei der eigentümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwicklung der Brüste bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Kopfhaares bei dem kaum merklichen weichen Flaum der übrigen Haut, und dann wiederum diese Tiefe des Gefühls, diese Wahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanftmut, Hingebung und Treue. Kurz, alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit, mit den groben und harten Formen, den starken Knochen, dem Schnurrbart, der rauen Stimme, der flachen Brust, dem missgünstigen und selbstsüchtigen Gemüt und dem schiefen Urteil steht vor uns. Rudolf Virchow, für Charité in Berlin durchaus hoch gewürdigt für ganz viele Punkte. Also er hat sich zum Beispiel sehr für Hygiene eingesetzt, hat erste Hygieneregelungen in Berlin dann durchgesetzt. Hier sieht man aber deutlich, das sind die Betrachtungen, wie sie lange Zeit eine Biologie prägen. Nämlich wir haben eine bürgerliche gesellschaftliche Vorstellung, was denn eigentlich eine Frau sei, welche charakterlichen Eigenschaften sie jeweils hat. Und das wird in eine Biologie übertragen. Und das sehen wir hier auch in einer Bildhaftigkeit der Sprache, wie sie lange Zeit eine Biologie und Medizin tatsächlich prägt. Das kann man auch, hat Londa Schiebinger wunderbar in Aufsätzen gemacht, für die Botanik zeigen, wie sich dann die Ehepartner in den Blütenblättern treffen und ähnliches. Also tatsächlich, wir haben erstmal als Disziplin etwas zu tun, um eine Neutralität zu erlernen. Heute, wenn wir uns heutige Aufsätze angucken, dann haben wir häufig durchaus ein Stück weit mehr Neutralität, die erstmal in der Aushandlung von Genen beispielsweise dann eine Rolle spielen. Aber
Trotzdem steht dann am Ende des Journalbeitrages dann häufig drin, damit, habe jetzt das eine Gen und so untersucht, damit ist gezeigt, das weibliche Geschlecht entsteht dadurch. Diesen Nachsatz brauchen wir überhaupt nicht. Das ist nur etwas, womit wir uns in der Wissenschaft letztendlich eine Finanzierung sichern, weil wir natürlich wieder gegenüber einer Politik oder auch einer Wirtschaft den Sinn unseres Handelns jeweils begründen müssen. Und deshalb darauf möchte ich hinaus, wie können wir letztendlich uns eine größere Neutralität, eine Offenheit, einfach für Beschreibungen offen zu sein, in der Wissenschaft jeweils auch zulegen. Ich habe noch ein zweites Zitat mit dazu genommen, nämlich, weil wir in dieser Aushandlung einmal um eine Binarität von Geschlecht, also wir hatten jetzt hier Würchow als ein Beispiel, haben wir natürlich auch in der Biologie die gesamte gesellschaftliche Breite von Diskussion. Also Jakob Fidelis Ackermann, ebenfalls um 1800 geschrieben, sagt ihm, nö, so einfach lässt sich das gerade nicht unterscheiden. Und den Strang haben wir auch jeweils dabei. Und man kann gar nicht sagen, es sei irgendwie eine dominantere oder eine marginalisiertere Position, sondern es sind jeweils miteinander ringende Positionen, mit denen man sich auch um 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts jeweils noch auseinandersetzen muss und die weiterhin auch heute in unsere Theoriebildung auch mit eingehen. Ich lese wieder kurz vor, Jakob Fidelis Ackermann. In jedem Individuum sind der Möglichkeit nach die Zeugungsteile, Geschlechtsteile beider Geschlechter vorhanden. Und aus den dargestellten Beschreibungen der Zeugungsteile, Geschlechtsteile wird offenbar, dass in jedem Individuum beiderlei Geschlechtsorgane in Anlage vorhanden sind, dass aber nur ein Geschlecht gänzlich zum Vorschein kommt und dass der Penis der Klitoris, die Prostata dem Uterus, die Harnröhre der Vagina, der Hoden dem Eierstock, Ductus deferens, den Tuben, der Hodensack den äußeren Schamlippen analog ist. Hier vielleicht als begriffliche Anmerkung, in der Zeit gibt es die begriffliche Unterscheidung zwischen homolog und analog noch nicht. Homolog bedeutet aus einer gemeinsamen embryonalen Anlage hervorgehend. Diese Unterscheidung macht Jakob Fidelis Ackermann in der Zeit noch nicht. Und wir sehen, durchaus, er nutzt schon unterschiedliche Begriffe, schält aber eine Ähnlichkeit heraus. Also in irgendeiner Weise wird von einer Differenz gesprochen, in irgendeiner Weise von einer Ähnlichkeit. Da müssen wir dran, was sind jeweils die Positionierungen? Da ist zum Beispiel, würde auch sagen, dass tatsächlich das ein zentraler Punkt eigentlich ist, dass wir so darum ringen, weil eine Geschlechterforschung genau sich solche Sachen im Moment anguckt. Und die Geschlechterforschung im Moment in der Gesellschaft, die Forschung zu Geschlecht im Allgemeinen mit die innovativsten Bereiche sind, die wir in der Gesellschaft haben, weil wir im Moment Veränderungen grundständig anlegen. Also dass wir nicht mehr hinnehmen, dass Grenzverletzungen, Übergriffe selbstverständlich sind, sondern dass wir tatsächlich eine Gesellschaft umgestalten in Richtung sexuelle Selbstbestimmung, in Richtung geschlechtliche Selbstbestimmung. Damit ist aber auch logisch, dass wir natürlich in der Gesellschaft darüber diskutieren und ich freue mich dann auch gerade darüber, dass das an der einen oder anderen Stelle stattfindet. Hier noch Magnus Hirschfeld, ist wahrscheinlich der einen oder anderen Person zentral bekannt, hat ganz viel zu Sexualwissenschaft beigetragen. Auch das möchte ich nicht vorenthalten, weil es in die Richtung nochmal die Richtung verdeutlicht, warum gerade auch so ein Strang von Vielfältigkeit von Geschlecht eine Rolle mitspielen kann. Und ich zitiere wieder. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass schon zur Folge der Erbgesetze diese Grundtypen im Grunde nur Fiktionen sind und dass, wenn ein Satz zu Recht besteht, es dieser ist, dass der Mensch nicht Mann oder Weib, sondern Mann und Weib ist. Geschlechtsunterschiede sind Gradunterschiede. Es handelt sich immer nur um ein mehr oder minder, um ein kleiner oder größer, stärker oder schwächer, immer nur um ein relativ, nicht absolut verschiedenes, nie um etwas, was nur dem einen, nicht aber auch dem anderen Geschlecht zukäme. Wer beiden Geschlechtern entstammt, enthält beide Geschlechter vereint. Also auch hier gerade diese Ähnlichkeit einer Anlage in der Entwicklungsbiologie kommt bei Hirschfeld sehr deutlich hervor und daran schließen wir auch in der Entwicklungsbiologie an. Also wir gucken eben gerade darauf, wie bildet sich nach und nach ein Genitaltrakt heraus, wie bilden sich innere und äußere Genitalien und wie entstehen dabei Unterschiede. Und da
würde ich sagen, ist eigentlich allen aus dem alltäglichen Erlebnis, vielleicht auch mit einzelnen SexualpartnerInnen, durchaus jeweils bewusst, dass Genitalien jeweils unterschiedlich aussehen. Ist jetzt nicht so von der Hand zu weisen. Also insofern, und uns interessiert in der Biologie, wie passiert das denn eigentlich? Wie kommen Ähnlichkeiten auf? Wie kommen Unterschiede auf? Wie kann eine Varianz von Merkmalen jeweils entstehen? Und das bei allen Organsystemen, natürlich auch bei dem Genital und auch bei dem Genitaltrakt. Und uns interessiert nicht, stetig die Frage zu stellen oder auf dem Marktplatz zu fragen, naja, habt ihr schon mal was von Fortpflanzung gehört oder eben noch nicht? Sondern das ist ein Punkt, können wir auch gern im Weiteren noch miteinander darüber diskutieren. Aber tatsächlich, das ist auch ein Auftrag von Wissenschaft, tiefer in eine Materie einzudringen, also zu verstehen, wie kommt denn etwas eigentlich zustande. Die Biologie untersucht das eben zum Beispiel für eine Ausbildung eines Genitaltraktes. Und das ist der Auftrag von Wissenschaft. Und da müssen wir uns in der Gesellschaft entscheiden, wollen wir das haben oder wollen wir eigentlich nur eine Instanz haben, die jeweils nur bestätigt, was wir alle auf dem Marktplatz schon wissen. Dann brauchen wir aber keine Wissenschaft. Und diese Offenheit in der Wissenschaft müssen wir auch haben. Und deshalb finde ich es eben auch gut, dass gerungen wird, und finde es zum Beispiel auch schwierig durchaus, wenn Fachvorträge einfach abgesagt werden, und finde aber auch wieder ganz gängig, dass Proteste stattfinden können davor. Also das ist eben eine demokratische Aushandlung an einer Hochschule, und auch bei uns in Merseburg beispielsweise ist sicherlich auch nicht alles in eine Richtung. Also hier gibt es auch KollegInnen, die nicht gendern würden. Also MathematikerInnen hier zum Beispiel würden immer mal sagen, hab du hier doch meine Ziffer, was willst du jetzt von mir und so. Also sie wollen an ihrem Untersuchungsgegenstand sein, und dann können wir aber durchaus miteinander streiten, warum machen wir es eigentlich so, warum ist das gerade aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive einmal wichtig, um Lebensverhältnisse im Blick zu haben, und andererseits, warum ist es aus einer biologischen Perspektive durchaus auch wichtig, um eine Offenheit in einem Feld zu haben, dass wir eben nicht immer nur zwei Geschlechter voraussetzen, sondern tatsächlich auch im Kopf ein offenes Denken entwickeln können. Das sind die wesentlichen Punkte. Ich würde weitergehen, auch da mal eine Folie überspringen. Ich habe so ein paar pädagogische Bezugspunkte mit aufgenommen, aber damit ich nicht zu lang werde, würde ich da einfach mal einen Punkt überspringen zur Lebenssituation. Einmal möchte ich gern mit der Gender Brett Pearson hier von dem Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe herausgegriffen in Magdeburg. Tolle Sachen machen die Praxiseinrichtung, möchte ich kurz herausheben. Also Sie sehen einmal da, wo der Kopf ist, Gehirn dargestellt, kurz angegeben Identität. Das bedeutet, da sprechen wir eben gerade von Geschlechtsidentität, von Transidentität beispielsweise. Also es geht etwas, dass Menschen sich selber verorten, dass sie ein Verhältnis zu sich haben und zum Beispiel zu einem Zuweisungsgeschlecht, das sie bei Geburt bekommen haben. Die einen Personen nehmen das eben so an. Die Eltern haben ein Kind beispielsweise als Jungen aufgezogen, und einige Personen sind damit zufrieden, sagen, dass die Eltern haben das ganz richtig gemacht. Die Personen nennt man dann auch Cis-Frauen oder Cis-Männer. Die Personen, die sagen, nee, das passt so für mich nicht, sondern ich verorte mich als nicht-binär oder in irgendeiner Weise als Transgender. Die sagen, die nennt man dann eben Trans, also deshalb die Vorsilben Trans und Cis stehen jeweils im Verhältnis. Und wenn man von der Norm spricht, die gesellschaftliche Norm, die hergestellt wird, dann wird eben häufig der Begriff Cis verwendet. Das irritiert manchmal Männer und Frauen in der Gesellschaft, die das für sich noch nicht diskutiert haben in einer Weise. Wenn auf einmal gesagt wird, na du als Cis-Frau, dann sagen die gleich, ach warum bin ich denn jetzt eine Vorsilbe mit dazu? Hingegen wird bei anderen Personen das selbstverständlich gemacht, dass die Transfrau genannt werden sollen. Warum denn das? Also wenn wir nur von Frau sprechen, dann sprechen wir auch an den Stellen jeweils nur von Frau. Oder wir benennen eben auch mal Cis und Trans, um uns austauschen zu können. Also Identität hat gerade etwas damit zu tun, sich selbst zu verorten, sich selbst zu bestimmen. Selbstbestimmung, das ist der Punkt, der eine Rolle spielt. Wir sprechen heute gerade, Sie sehen es gerade in dem Genitalbereich zwischen den Beinen ausgedrückt, wir sprechen heute über biologisches Geschlecht. Also wir sprechen gerade darüber,
wie auch da eine Vielfalt möglich sein kann. Also als typisch männlich eingeordneter Genitaltrakt, als typisch weiblich eingeordneter Genitaltrakt oder eben auch intergeschlechtliches Genital. Also da gibt es unterschiedliche Varianten, die möglich sind. Und Intergeschlechtlichkeit wäre eben etwas, was man konkret mit dem Genital verortet. Worüber wir heute gar nicht reden, wäre die Frage sexuelle Orientierung, so schön mit dem Herzchen ausgedrückt. Also sexuelle Orientierung, dass Menschen jeweils sagen können, auf welche Menschen stehen sie denn da. Auch da könnte man länger drüber sprechen, in der Sexualwissenschaft ohnehin. Herzchen grenzen wir heute aus, reden wir nicht drüber. Und der vierte Punkt, der dran steht, wäre mit der Strichelinie Ausdruck, das meint Geschlechtsausdruck. Wie gebe ich mich denn eigentlich nach außen? Wie möchte ich jeweils dann wahrgenommen werden? Das sind sozusagen dann, stellen wir uns nach außen dar, aber wie werden wir wiederum auch wahrgenommen? Nur, dass wir es kurz differenziert haben, weil die Personen, die heute zuhören, mehr oder weniger intensiv im Thema drinstehen und dass wir die Ebenen jeweils voneinander getrennt haben. Also wir reden heute nicht über Geschlechtsidentität im Sinne von trans, sondern wir sprechen heute über biologisches Geschlecht, über Intergeschlechtlichkeit. Eine kleine Ausnahme, das möchte ich nämlich mit den Folgefolien noch ganz kurz deutlich machen, warum sprechen wir denn eigentlich über dieses Thema? Und da habe ich einmal für die unterschiedlichen Themen habe ich einfach mal Belastungszahlen herausgegriffen. Durchaus auch bei den ersten fangen wir mit dem Herzchen an, also sexuelle Orientierung. Dann nochmal gesehen, selbst obwohl schon Anfang der 1990er Jahre, damals in Angleichung an DDR-Recht, der Paragraph 175, der gegen mannmännlichen Sex gerichtet war, abgeschafft wurde und nach Bildungsprogramme aufgekommen sind, dass wir tolerant und akzeptierend miteinander umgehen wollen, sehen wir weiterhin, dass 2/3 der jungen Lesben und Schwulen Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen gemacht haben. Etwa 50% nutzen schwierige Strategien, um damit umzugehen. Also beispielsweise erhöhten Substanzkonsum beispielsweise. Und ungefähr 20% haben im Alter von 18 Jahren schon zumindest einen Suizidversuch unternommen. Wenn wir auf Transpersonen sehen und wenn wir auf intergeschlechtliche Personen sehen, dann sehen wir noch deutlich größere Belastungszahlen bis hin zu Suizidversuchsraten von 20-40%. Auch da dazu gesagt, dass wir aus psychologischen Studien wissen, dass wenn Kinder und Jugendliche früh angenommen sind, sich äußern können, in ihrem Coming-out auch unterstützt werden, dann gehen die Suizidversuchsraten gegen Null. Also das bedeutet, ein gut angenommen sein in der Gesellschaft trägt erheblich dazu bei und deshalb ist es wichtig, dass wir über solche Fragen in der Gesellschaft uns austauschen. Ich habe hier nochmal ein paar weitere Zahlen herausgegriffen, einmal in Bezug auf Intergeschlechtlichkeit. Da gab es eine größere Studie vom Deutschen Ethikrat, der auch wieder Belastungen in Bezug auf Gewalt und Diskriminierung jeweils zeigen. Und die Fundamental Rights Agency 2020 hat erstmals eine größere Untersuchung noch gemacht. Und da gaben von den intergeschlechtlichen Befragten in den letzten 12 Monaten 2/3 an, dass sie Diskriminierung erlebt haben. Und da wird deutlich, hier haben wir ein Themenfeld, also wir können es nicht wegwischen. Und es geht um Diskriminierung, es geht um Gewalterfahrungen, die häufig existenziell sind. Also deshalb ist es auch wichtig, dass in der Gesellschaft dazu was passiert. Und auch hier habe ich ausnahmsweise noch, auch wenn wir darauf nicht fokussieren, nochmal die Angaben zu Trans hinzugesetzt. Da gibt es einmal die Angaben der Fundamental Rights Agency, wo wir auch Belastungszahlen von ungefähr 60%, 2/3 jeweils haben. Und ich habe aber die wunderbare Studie von Les Migras, das ist die migrantische Gruppe bei der Lesbenberatung, die haben die erste umfassende intersektionale Studie in Deutschland gemacht. Da sehen wir auch erhebliche Zahlen von Belastungen, also Demütigung, Gewalt, auch Vergewaltigung erlebt zu haben, also in großem Maße. Auch das weist darauf hin, darüber muss man sprechen und man sollte nicht an so einer Stelle dazu kommen, nur weil sich Transpersonen mal äußern und sagen, hier ist ein Gewaltverhältnis, dass man an so einen Punkt kommt, dass gleich gesagt wird, jetzt werden ja Cis-Frauen und Männer zum Beispiel in einer Gesellschaft gar nicht mehr gesehen.
Damit komme ich jetzt auch zu dem Kern des Inhalts, nämlich zu den biologischen Geschlechtertheorien. Und auch da vielleicht ein Punkt, das auch als Anregung danach gleich weiter zu gucken für die Leute, die digital dabei sind. Die Analogis müssen sich erst noch einen Raum organisieren, wo sie gucken könnten. Hier ein schönes Video, Junge oder Mädchen, warum es mehr als zwei Geschlechter gibt. Schöne Dokumentation als Volltext online verfügbar, ab Minute 5 ungefähr. Ist eine kleine Sequenz von 5 Minuten, 6 Minuten, wo ganz konkret die Geschlechtsentwicklung herausgestellt wird. Wirklich gut verständlich, kann man auch, wenn Sie in der Praxis arbeiten, können Sie gut mit Eltern zu arbeiten. Da wird deutlich, nämlich erstmal jeder Embryo hat das Potenzial, dass sich der Genitaltrakt erstmal in jegliche geschlechtliche Richtung entwickelt. Und es kann gerade zum Beispiel Fachkräften und Eltern eine gute Hilfestellung sein, das so zu verstehen und dann zu verstehen, wie bilden sich eigentlich der Genitaltrakt jeweils dann unterschiedlich dabei mit aus. Damit auch so ein bisschen mehr biologischer Einblick. Auch das können wir natürlich hier nur anreißen, aber auch das möchte ich eben gerade an so einer Stelle jeweils machen. Also das kann man auch jeweils aufgreifen, jeweils für einen unterschiedlichen Kontext. Ich habe hier gleich mal Sekundarschule mit dazu geschrieben, also dass Sie das auch in den Lehrunterricht mit integrieren können. Was Sie hier sehen, ist eigentlich das, was Sie auch in dem Video dann wahrnehmen könnten, nämlich im oberen Teil der Abbildung sehen Sie erstmal dargestellt einen indifferenten Genitaltrakt, also einen gemeinsamen Ausgangspunkt, der erstmal in jedem Embryo vorhanden ist. Und das sehen Sie dann mit den unterschiedlichen Farben, lila und grün hervorgehoben, dass sich bestimmte Organsysteme, wir sprechen von Wolffschen bzw. Müllerschen Gängen, jeweils angelegt sind und dass sich im weiteren Entwicklungsprozess diese dann jeweils ausdifferenzieren können in die eine oder andere Richtung. Also Testes, englischer Begriff für Hoden, also eher in eine als männlich dargestellte Richtung oder eine als weiblich dargestellte Richtung mit Ovaries, also gerade in Bezug auf Eierstöcke dann dargestellt. Hier sieht man auch, dass wir in dem Embryo erstmal eine gemeinsame Anlage haben, die sich dann so und so weiterentwickeln kann oder eben einen Bestandteil zurückbilden kann. Mhm. Und das ist genau das, wie wir Entwicklungsbiologie denken. Und das meine ich auch gerade mit einer Offenheit, darüber nachzudenken und das am Ende auch eine Variabilität des Genitals stellen kann. Hier ist gerade die Scott Gilbert, das ist ein klassischer Entwicklungsbiologie-Band herausgegriffen. Ich habe hier die 2006er Ausgabe genommen, weil Sie die auch als Volltext online finden können. Also insofern können Sie da noch mal genauer nachsehen, wie gerade in der Entwicklungsbiologie auch Geschlecht dargestellt ist, auch wenn Sie nicht selber Biologie studieren sollten. Hier noch eine weitere Differenzierung dann dargestellt. Das ist so ein Blick, wenn wir sagen, wir haben so einen Weg, also wir haben erstmal ein indifferentes Genitaltrakt, der sich nach und nach differenziert, dann ist es natürlich relevant, wie findet denn die Differenzierung statt und welche Faktoren spielen eine Rolle dabei. Und das geht aus dieser Darstellung recht gut hervor. Für Personen, die es nicht gewöhnt sind, ist es vielleicht erstmal herausfordernd. Ich will aber auch hier erstmal 2, 3 Punkte deutlich machen. Also der erste Punkt ist, wir sehen hier viele Abkürzungen dargestellt, also viele Faktoren dargestellt, die stehen für Gene bzw. Genprodukte, die eine Rolle bei der Ausbildung des Genitaltraktes spielen können. Die müssen in einer Wechselwirkung zueinander stehen, damit am Ende ein Ergebnis stehen kann, also ein irgendwie ausgebildeter Genitaltrakt. Daraus, also schon aus diesen Faktoren, die da eine Rolle spielen, die sich verstärken können, die hemmend wirken können, also die unterschiedliche Richtungen in einer Wirkung haben, wird schon deutlich, dass wir von einer gewissen Komplexität sprechen müssen. Das wird auch schon auf diesem Bild deutlich, obwohl wir eine sehr übersichtliche Zahl von Genen und Genfaktoren dort abgebildet haben. Mittlerweile gehen wir nicht von den etwa 20 oder 30 Genen aus, sondern mittlerweile gehen wir von etwa 1000 Genen aus, die möglicherweise bei der Ausbildung des Genitaltraktes eine Rolle spielen. Und von diesen etwa 1000 Genen kennen wir 80 ungefähr genau.
Mauer durchaus mit widersprüchlichen Befunden. Also die eine Forschungsgruppe konnte einen Zusammenhang zeigen, die andere Forschungsgruppe konnte einen solchen Zusammenhang nicht zeigen. Da entstehen dann Diskussionen in der Biologie oder in der Wissenschaft auch allgemein. Das sehen Sie hier schön abgebildet zwischen den einzelnen Genprodukten dann hier. Nämlich, Sie sehen einmal gestrichelte Linien zwischen den einzelnen Faktoren. Wenn Sie zum Beispiel in der Mitte WNT4 sehen und das geht zu SOX9 runter, da sehen Sie eine gestrichelte Linie. Das bedeutet, dass solch eine Wechselwirkung, die wird dort angenommen, aber sie ist noch nicht durch empirische Befunde unterlegt, sondern sie wird erstmal als offen an der Stelle dann angenommen. Und da könnten entweder weitere Faktoren dazwischen geschaltet sein, die bisher nicht bekannt sind, oder es kann eben sein, dass insgesamt der gesamte Prozess noch untersucht werden muss, also insofern tatsächlich nur eine angenommene Wirkung da vorhanden wäre. Und die durchgezogenen Linien, die prominenteste im Bild, wir haben hier Kultur, Medienpädagogik, hat man auch immer so einen Blick darauf, was ist zentral gesetzt in einer Abbildung. Von DAX1 zu WT1, SF1 ist so eine dominante Linie durchgezogen. Das ist eine Wechselwirkung, die als sehr wahrscheinlich angenommen wird, also wo es durchaus gut empirische Befunde gerade in solch eine Richtung dabei gibt. Also worauf ich hinaus möchte, also einmal durchgezogene Linien, auch da kann es widersprüchliche Befunde geben, aber durchgezogene Linien, das ist etwas, was hier dargestellt wird, das ist als relativ sicher angenommen. Gestrichelte Linien sind eher, da gibt es noch sehr viele Lücken. Wir nehmen an, da könnte etwas jeweils sein, aber wir wissen es noch nicht genau. Ich möchte gern darauf hinaus, wie viele Linien hier gestrichelt dargestellt sind. Wird im Bild deutlich, vielleicht 80-90%, nämlich dieses populäre Bild, was wir in einer Gesellschaft haben, dass eine Biologie sicher wissen würde, wie eine Ausbildung eines Genitaltraktes, wie Geschlechtsentwicklung stattfindet. So sicher weiß die Biologie es gar nicht, sondern wir haben mehr oder weniger überzeugende Theorien. Wir forschen zu einzelnen Genen und einzelnen Genprodukten und das ist sozusagen gerade Work in Progress. Wir wissen einen Teil davon und wir wissen ganz viele Dinge jeweils nicht. Und deshalb, das wäre so ein gewisser Appell an eine Wissenschaft, dann jeweils an FachkollegInnen dabei, nämlich nicht zu sagen, das ist immer so, ach na Herr Voss, die Komplexität ist ja alles gut und schön, aber jetzt spreche ich doch mit einer Tageszeitung, da muss ich es doch verständlich ausdrücken. So, und da würde ich sagen, ja, natürlich verständlich ausdrücken, weil eine Wissenschaft muss verständlich gemacht werden. Wir wollen alle wissen, worüber gerungen wird, aber wir sollten dabei nicht die Komplexität vernachlässigen. Wir sollten eine Komplexität nachvollziehbar und verständlich ausdrücken und gleichzeitig braucht man in einer Gesellschaft die Offenheit zu sagen, ja, ich will mir das auch anhören, ich will genau diese Kenntnisse haben und deshalb ist es wichtig, da auch so ein Wissenschaftsverständnis zu haben, also WissenschaftlerInnen an den einzelnen Stellen nicht jeweils zu beschimpfen, weil sie vielleicht mal eine ungewohnte Perspektive auf ein Bild eröffnen. Das ist genau ihr Auftrag, dafür haben wir sie jeweils. Also komplexeres Bild, viele Faktoren spielen jeweils eine Rolle. Hier übrigens nicht dargestellt, das ist die rein genetische Ebene, die jetzt hier eine Rolle spielt. Hier zum Beispiel nicht dargestellt die chromosomale Ebene, da wird häufig X- und Y-Chromosom wahrgenommen. Da wissen wir auch, es gibt sogenannte XY-Frauen, also Menschen mit einem als typisch männlich betrachteten Chromosomenbestand und einem als typisch weiblich betrachteten Erscheinungsbild. Genauso gibt es natürlich auch XX-Männer, also Menschen mit einem als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand und einem als typisch männlich betrachteten Erscheinungsbild. So leicht ist es auch auf einer chromosomalen Ebene nicht. Genauso gibt es X0, es gibt XXY, XXYY, also es gibt verschiedene Formen, die dann häufig mit Begriffen bezeichnet werden, die gegenüber Personen, die das Merkmal tragen, häufig herabwürdigend sind. Also wenn wir zum Beispiel von Turner-Syndrom oder Kleinfelder-Syndrom sprechen, dann steckt schon in dem Syndrom drin, dass wir eine abschätzige Haltung jeweils einnehmen. Und da würde ich sagen, nee, das wäre nicht der Auftrag einer Biologie. Wir wollen neutral die Dinge jeweils beschreiben und dahin müssen wir dabei kommen. Und das wäre auch mein Punkt, dass wir bei solchen Darstellungen
dazu gelang, uns selber mehr zurückzunehmen, uns frei von Geschlechterstereotypen in einer Gesellschaft zu machen, weitgehend frei, also zumindest versuchen, Dinge zu reflektieren, davon jeweils dann weitergehen zu können. Solche Debatten, deshalb habe ich eben Sekundarschule davor geschrieben, kann man auch gut in der Schule diskutieren, und ich zeige nachher auch noch 2, 3 Materialien. Also das passiert auch zunehmend. Also wir müssen nicht unsere Jugendlichen im schulischen Kontext jeweils für blöd halten. Die lassen sich auch auf solche Fragen ein. Die wollen auch gut fundiert Relativitätstheorie wissen. Und das sage ich immer auch ganz gerne dazu. Ich denke, in einer Geschlechterbetrachtung, sowohl biologisch als auch im sozialen Kontext, wären wir deutlich weiter, wenn jede Person auf dem Marktplatz erzählen könnte, was ist Relativitätstheorie in 2 Sätzen. Ich glaube, dann wären wir deutlich weiter, weil Personen das Prozessdenken, also so ein Entwicklungsprozess, gewohnt wären und nicht davon ausgehen, das muss doch alles so schon angelegt sein, als wären wir kleine Männekiken, die in Samen oder Ei schon in der befruchteten Eizelle angelegt werden, die sich nur ausbilden müssen, nur ausformen müssten. Das ist natürlich Unsinn. So eine Vorstellung gab es natürlich historisch auch, könnten wir in dem historischen Teil betrachten. Aber so ist es eben nicht, sondern es handelt sich um echte Entwicklungswege. Diesen kleinen Weg möchte ich auch mit Ihnen noch aufzeigen, weil wenn wir gerade auf so einer genetischen Ebene mit vielen Faktoren sind, da gehen Sie wahrscheinlich ein Stück weit jeweils auch mit, dass Sie sagen, ach naja, viele Faktoren kann schon eine Rolle spielen, und dann kann auch das Endergebnis muss nicht unbedingt in eine Richtung weisen, haben wir auch zum Beispiel in dem Biologieunterricht durchaus gelernt. Schon in der Schule spielt es eine Rolle, dass wenn ein Gen ausfällt durch eine Mutation, dass die Wirkung möglicherweise durch ein anderes ersetzt werden kann oder dass verschiedene andere Entwicklungen möglich sind. Also es ist eine gewisse Variabilität in dem Prozess drin, und diese Variabilität kann gerade bei Geschlecht ausgeprägter sein als zum Beispiel bei dem Herzen. Auch da haben wir eine Variabilität. Also das Herz muss am Ende des Tages in einem funktionsfähigen Zustand sein oder durch eine Medizin einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden können. Sonst geht ein Embryo zugrunde oder stirbt das Kind. Bei dem Genitaltrakt ist das nicht so. So, da haben wir mehr Offenheit, weil es sich nicht um eine lebensnotwendige Situation handelt oder eine gesundheitsbedrohliche Situation handelt. Lediglich in wenigen Ausnahmefällen haben wir lebens- oder gesundheitsbedrohliche Situationen, die mit bestimmten Merkmalen in Bezug auf die Genitaltraktausbildung in Zusammenhang stehen. Das bedeutet, da ist eine gewisse Variabilität und eine Varianz auch in Bezug auf die Entwicklung gegeben. Dennoch, wir sind hier gerade so auf so einer Ebene mit vielen Faktoren, rein genetisch. Ich sage die ganze Zeit Prozess. Sagen Sie mir jetzt vielleicht, wo ist denn da ein Prozess? Ist doch noch gar kein Prozess so richtig drin. Das ist doch ein bisschen drin in der Abbildung. Also, wenn Sie hier zum Beispiel sehen, auf der Darstellung einmal WT1-KTS auf der ganz linken Seite, dann im unteren Teil WT1-KTS und dann sehen Sie an dem prominentesten Bogenbildteil in der Darstellung, ich erwähnte ihn, WT1-SF1 dargestellt. Das heißt, irgendwas ist da ähnlich, irgendetwas ist da unterschiedlich. Das ist genau der Punkt, warum ich einmal zwischen Gen und Genprodukt dann dabei auch unterschieden habe, nämlich das Gen ist ein Bestandteil der Erbsubstanz. Das Genprodukt ist am Ende das wirksame Produkt, also das Enzym, das Eiweiß, was am Ende wirklich eine Wirkung entfalten kann. Und zum Beispiel für WT1, für das Gen WT1, können wir zeigen, dass mindestens 2 Dutzend unterschiedliche Produkte daraus gebildet werden können. Also 2 Dutzend unterschiedliche Produkte, das bedeutet, sie übernehmen eine unterschiedliche Wirkung in der Zelle, sie sind unterschiedlich lokalisiert, also sie sind an einem unterschiedlichen Ort, sie spielen anders in der Zell-Zell-Kommunikation eine Rolle, also es ist was anderes, ein anderes Produkt jeweils, was daraus entsteht, aus ein und demselben Gen. Und deshalb schon diese simple Wahrnehmung, die wir häufiger in einem populären Verständnis haben, dass aus einem Gen selbstverständlich ein Genprodukt entstehen müsse, ist selbstverständlich so Unsinn, sondern wir haben da jeweils einen Prozess mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die gebildet werden können. Das will ich Ihnen nur in 2 Darstellungen kurz mit zeigen. Das sind so die typischen Dinge, die sich mit Biologie schon auseinandergesetzt haben, finden da einen Bezug. Also es gibt jeweils verschiedene Veränderungen auf einem solchen Weg vom Gen zum Genprodukt.
Also wir haben ein Gen vorliegen, dann finden ganz viele Prozesse statt und am Ende haben wir ein wirksames Produkt, was dann tatsächlich eine Wirkung in der Zelle entfalten kann. Und auf all, es handelt sich um einen komplex vermittelten Prozess, wo Veränderungen an der Erbsubstanz dann jeweils hier stattfinden. Also wenn man so will, Sie merken, ich nutze immer mal verständliche Sprache, damit es möglichst viele auch wahrnehmen können. Also posttranskriptionale Modifikationen, das sind im Prinzip Veränderungen von der einen Erbsubstanz DNA zu der anderen RNA. Also etwas, was im Zellkern erstmal schon stattfindet. Da sehen wir, das sehen Sie einfach an den Pfeilen, da passiert ganz viel. Wollen wir jetzt erstmal nicht genauer drauf gucken, können wir uns an anderer Stelle genauer nochmal angucken. So, und diese Begriffe Polyadenylierungsbegriffe, welche Veränderungen können da stattfinden? Gibt es jeweils ganze Stränge oder auch fast Einzeldisziplinen, die sich gerade mit solchen Fragen auseinandersetzen? Hier ist das nochmal auch anders nochmal dargestellt, wo wir dann sehen, dass durch dieses Zusammenwirken, also damit überhaupt ein Prozessschritt stattfindet, müssen ganz viele verschiedene Faktoren sich zusammenlagern, damit etwas passiert. Und damit schon dieses einfache Verständnis, einmal ein Gen führe zu einem Genprodukt, funktioniert so nicht, sondern wir haben viele Ausprägungsmöglichkeiten, die dabei entstehen können. Und andererseits auch wird hier deutlich, es einfach die Wahrnehmung, dass im Prinzip einfach die DNA im Prinzip die Informationsgeberin in einer Zelle wäre und sagt, jetzt das muss aber entstehen. Das ist auch so nicht gegeben, sondern es ist ein komplex vermittelter Prozess und am Ende erst durch diese vielen Faktoren, die sich zusammenlagern müssen, die sagen, dieser Abschnitt der DNA soll jetzt in Anführungszeichen abgelesen werden, dann lagern sich viele Eiweißbestandteile zusammen. Erst durch diese Regulationsmechanismen wird aus der DNA eine wirksame Information hergestellt. Also insofern auch eine Veränderung des Denkens, ist nicht alles da und es ist nicht erstmal präformiert, vorgeformt, alles schon in einem Zellkern vorhanden, sondern wir kommen in einer Entwicklungsbiologie oder auch in anderen Bereichen der Biologie, kommen wir gerade an diese Bildungsprozesse stärker mit heran. Ich überspringe so ein bisschen zu den Materialien, damit wir auch tatsächlich noch diskutieren können. Also wer das genauer nachlesen möchte, kann das gern machen, also relativ ausführlich und mit jedem Gen einzeln dargestellt, können Sie das in Making Sex Revisited nachlesen. Das ist im Grunde gerade zentral mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt hat, auch Fragestellungen wie Epigenetik und ähnliche Dinge aufgegriffen hat. Und darin können Sie einfach wirklich die unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen. War eine Arbeit, die sowohl in der Biologie als auch in der Sozialwissenschaft betreut war. Und es gibt so einen kleinen Erklärbärband, der immerhin ganz brauchbar ist, der gerade mit dem Titel Geschlecht wieder die Natürlichkeit gerade biologische Theorien aufgreift, um sie in ihrer Gesellschaftlichkeit darzustellen. Also wenn Sie gucken, wir haben bei Rudolf Virchow angefangen. Also deshalb da, wie wirkt sich eigentlich ein gesellschaftliches Geschlechterwissen auf biologische Erkenntnisse am Ende aus? Ist eine ganze Menge passiert. Making Sex Revisited finden Sie als Open Access, also kostenlos im Internet, können Sie sich einfach runterladen. Geschlecht finden Sie als englische Fassung auch kostenlos zum Runterladen, wer nicht so viel Geld hat. Hierauf möchte ich gerne hinaus, habe auch ein paar jeweils nochmal mitgebracht, also das ist hier eine gewisse Auswahl, aber eben es gibt im Moment einige Materialien, die sich eben gerade auf den biologischen Kontext mit fokussieren. Also Sexualerziehung mit Generation Z ist beispielsweise ein gutes Buch, was eben auch versucht, Trans- und Intergeschlechtlichkeit nicht als Störungen und Abweichungen vorzustellen, sondern mit Selbstbestimmung und Wertschätzung, so wie uns das Bundesverfassungsgericht aufgetragen hat, mit Selbstbestimmung und Wertschätzung jeweils umzugehen. Das setzt jetzt Sexualerziehung mit Generation Z um. Alles divers ist ein Buch, was gerade Vielfalt thematisiert in Bezug auf Grundschule und Wielmar, schöne Materialien, die entstanden sind, die für eine sexualpädagogische Arbeit auch zu Vielfalt auf einer geschlechtlichen Ebene gut taugen, aber eben auch eine Intersektionalität, also Verschränkung von Rassismus, Klassenverhältnis und Geschlechterverhältnis jeweils mit in den Blick rücken.
Es gibt eine wunderbare Seite, verantwortet vom Bundesfamilienministerium, nämlich das Regenbogenportal des Bundes. Wir haben gerade eine größere Studie gemacht, inwieweit sind Trans- und Intergeschlechtlichkeit in Curricula von unterschiedlichen Studien- und Ausbildungsgängen verankert. Haben wir auch das Regenbogenportal geprüft. Also es entspricht wirklich dem aktuellen wissenschaftlichen Sachstand, ist für Fachkräfte hochgut geeignet, also wirklich gute Perspektiven, die dabei eine Rolle spielen. Und ich habe Ihnen noch mal hier eine Folie mit dazu genommen. Gucken Sie durchaus auch bei den Selbstorganisationen, die gerade im Kontext Intergeschlechtlichkeit, also in irgendeiner Weise vielfältige geschlechtliche Merkmale auch thematisieren, für Fachkräften zugänglich machen, deutlich machen, was sind die Gewissensnöte, die Eltern haben, wie kann ich dazu arbeiten. Das finden Sie unter im Downloadbereich von Intergeschlechtliche Menschen e.V. Den Link habe ich Ihnen auch mit direkt dazu gesetzt. Damit noch für den biologischen Kontext, da habe ich immer ein paar Lieblingsbücher. Ich durfte leider nur ein paar mit in dieses Studio nehmen. Aber eins würde ich sehr empfehlen, wenn Sie jetzt gerade noch Punkte hatten bei posttranskriptionalen Modifikationen und posttranslationalen Modifikationen und sich gesagt haben, wovon reden die eigentlich gerade, würde ich Ihnen sehr empfehlen, von Evelyn Fox-Keller, das Jahrhundert des Gens, wunderbar beschrieben auf einer sehr, sehr guten Ebene, sowohl in der fachlichen Tiefe, aber auch in der verständlichen Sprache. Also das würde ich Ihnen sehr empfehlen, sehr, sehr gutes Buch. Wenn Sie gerade Ihnen gefehlt hat, gerade Fragen zur Hormonforschung, würde ich Ihnen sehr empfehlen von Anne Faustus-Törling, Sexing the Body. Es gibt ein Vorgängerbuch, auch von ihr, das ist auch in deutscher Sprache verfügbar, Gefangene des Geschlechts. Beides sehr, sehr gute Bücher, die ich sehr empfehlen kann, wo Sie gerade die unterschiedlichen Texte zur Hormonforschung mit aufnehmen. Also gerade auch kann man sagen, der internationale Forschungsstand ist häufig gerade in dem Themenfeld, dem Deutschen, um ein, zwei Jahrzehnte vorneweg. Also insofern lohnt es sich gerade auch englischsprachige Literatur auch mitzulesen. Und eins kann ich aber sagen, das gibt es englischsprachig nun wiederum gar nicht. Tatsächlich, wen etwas interessiert von Evolutionstheorie, von also bis in alle Bereiche, von Antike bis Darwin, wo Sie auch immer gucken wollen, gut knackig dargestellt auf 3, 4, 5 Seiten in diesem einmaligen Band Geschichte der Biologie von Ilse Jahn, unter anderem herausgegeben aus einer DDR-Wissenschaftlerin, die da gearbeitet hat. Es gibt kein vergleichbares Werk, wird immer wieder neu aufgelegt, kriegt man auch für 5 Euro antiquarisch und man hat gewichtige Argumente in der Hand. Jetzt für die Diskussion. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Heinz-Jürgen Voss. Wir haben tatsächlich sowohl digital als auch wahrscheinlich hier im Studio einige Fragen. Ich würde hier mit den Leuten vor Ort anfangen. Falls Sie Fragen haben, einfach gern nach vorne treten zu dem Mikrofon und gern das Mikrofon in die Hand nehmen. Genau. Hallo, danke für den spannenden Vortrag. Mich würde interessieren, welche Chancen ergeben sich denn, wenn man so ein bisschen wegkommt von dieser binären Betrachtung in der Biologie? Also welche Gewinne kann man daraus ziehen? Also ich könnte mir vorstellen, also einmal eine gute Frage, weil man durchaus so sagen kann, naja, wir bleiben doch hier eigentlich bei einer relativ biologistischen, in Anführungszeichen, also in einem sehr biologisch orientierten Herangehen an das Themenfeld. Also wie taucht da zum Beispiel auf, dass wir in einer Gesellschaft einen ganz unterschiedlichen Umgang mit Frauen und Männern haben, mit Trans- und Interpersonen, und damit kann man das gerade aus so einer Richtung diskutieren. Also wie kann eine Soziologie dabei selbstverständlich Raum haben? Wie gucken wir nicht nur auf vielfältige biologische Merkmale, so eine Sozialisation dabei an. Das fehlt jetzt gerade auch in der Darstellung, die ich gemacht habe. Der Gewinn hierbei ist, und das würde ich sagen, wird gerade aus der Berliner Debatte sehr deutlich, ist, dass wir auch für eine Biologie diskutieren müssen, weil nämlich häufig ein letztes Argument immer kommen kann, na, aber wir hätten doch 2 Geschlechter ganz fest, und da kann man dann jeweils nach den einzelnen Faktoren diskutieren. Ich habe es jetzt hier ein bisschen für Chromosomen aufgezeigt, ein bisschen für Gene, Hormone habe ich erstmal ausgelassen, könnte man ähnlich ausführlich dann darstellen, Genitaltrakt, und dann, wenn man das alles durchdiskutiert hat, kommen wir am Ende bei dem Punkt Fortpflanzung an, jeweils, also, und da ist sozusagen auch wir müssen in der Gesellschaft dazu diskutieren können und auch dann dieses Grundargument, es sei ja natürlich, nicht so stehen lassen, sondern
die Biologie, die wir machen, die machen wir auch selbst. Also da ist bedeutet, wir haben Grundannahmen. Lange Zeit wurde im Forschungsdesign, das merkt man den Studien am Ende nicht mehr an, lange Zeit wurde im Forschungsdesign immer schon, also ganz am Anfang der Forschung, bevor man überhaupt ein Experiment gemacht hat, hat man die Individuen in weibliche und männliche Individuen unterschieden. In zwei Gruppen nebeneinander. Und damit kann man, egal wie man die Untersuchung auch immer aufmacht, man kann dann immer nur zwischen diesen zwei Gruppen entweder eine Gleichheit feststellen oder man kann eine Differenz feststellen. Man kann gar nichts anderes da drin finden. Man kann nicht auf viele Geschlechter oder Ähnliches kommen. So. Und gerade, das ist wiederum auch so eine Publikationssache dann insgesamt im naturwissenschaftlichen Bereich, wenn wir Gleichheit zeigen, dann kriegen wir so ein Ergebnis viel schlechter veröffentlicht in der Publikationslandschaft, weil das sind sogenannte negative Ergebnisse. Die Journals, die sogenannte negative Ergebnisse annehmen, sind rar. Einige haben sich darauf spezialisiert, sie sind aber lange nicht so angesehen. Also das bedeutet, wir haben eigentlich ein Wissenschaftssystem, was im Moment gerade zu einmal einer Binarität einlädt und andererseits wiederum die Differenzpublikationen auf den Weg bringt. Und deshalb müssen wir auch gerade über Biologie, wie machen wir Biologie, sprechen. Und eben deshalb finde ich so eine Diskussion auch durchaus richtungsweisend. Gleichzeitig ist das nur ein kleiner Teil der Debatte, vielleicht 20% oder so. Wir brauchen die 80% anderen, nämlich die gesellschaftliche Aushandlung, dass zum Beispiel in Professuren nicht ständig immer nur Männer rumstehen, sondern dass da tatsächlich auch geguckt wird, warum kommen da Frauen nicht hin? Wie sieht es mit Trans- und Interpersonen aus? Wer fällt also wo an welcher Stelle raus? Gepickt, die sich auf Aktuelles, was ganz Konkretes bezieht, und zwar, wie wird das biologische Geschlecht aktuell bestimmt, auch bei Neugeborenen, und wie wird mit Intergeschlechtlichkeit umgegangen? Welche Varianten der Geschlechtsentwicklung gibt es und was genau ist eigentlich mit Geschlechterspektrum gemeint? Das wäre im Prinzip schon fast das Thema für einen ganzen Vortrag wiederum. Also tatsächlich spielt gerade die Frage auf den Umgang mit intergeschlechtlichen Personen an. Also Geschlechtsbestimmung nach der Geburt findet in aller Regel eigentlich nach Augenschein statt. Das ist meistens also eben gerade Hebamme oder in der Geburtsklinik wird gesagt, okay, an dem Kind runtergeguckt, Junge oder Mädchen, und gegebenenfalls taucht eine Frage auf an der Stelle. Das kann durchaus häufiger der Fall sein, weil genital nach Geburt geschwollen ist, aber dass zum Beispiel routinemäßig dann eine Chromosombestimmung stattfinden müsste, das ist keineswegs so, sondern da gibt es jeweils eher, der Augenschein ist dabei bedeutsam. Im Moment, erfreulicherweise seit 2021, haben wir ein Verbot der bisherigen geschlechtszuweisenden und geschlechtsvereindeutigenden Behandlungspraxis bei intergeschlechtlichen Minderjährigen. Da war es nämlich lange Zeit so, seit den 1950er Jahren war es Routinebehandlungsprogramm, dass ein typisches Erscheinungsbild als weiblich oder als männlich hergestellt werden sollte, durchaus aus guten Beweggründen, nämlich das Kind sollte möglichst nicht gehänselt werden, sollte nicht diskriminiert werden. Und in den 1950er Jahren schwang noch die Erwartungshaltung mit, das Kind sollte auch nicht irgendwann homosexuell werden. Das war auch so ein wichtiger Punkt, muss man sich vorstellen, die damals noch furchtbare Adenauerzeit mit der Nazi-Fassung des Paragraphen 175, sehr bedrohliche Lage, und auch Mediziner haben gesagt dann und MedizinerInnen, nee, die Personen sollen eben nicht so diskriminiert werden können, die sollen ein möglichst gutes Leben haben. Mittlerweile wissen wir, dass diese Eingriffe hochproblematisch sind, eine ganz schwierige, also wirklich mit zu nahezu 100% schwere und schwerste Komplikationen jeweils haben. Lange Zeit war das Behandlungsprogramm so, dass einfach nur Penis, Klitoris reduziert werden sollte, weil es einfacher sei, ein weibliches Geschlecht herzustellen. Da ist auch so eine Wertung drin. Also wie kommen wir eigentlich zu so einem Befund dann dabei? 95% wurden deshalb weiblich zugewiesen, und das bedeutete lange Zeit bis zum zweiten oder vierten Lebensjahr einfach abschneiden von, was einfach die Reduktion so verstanden. Seitdem versucht man eben tatsächlich eher darauf zu gehen, tatsächlich das Gewebe und eine Erregungsfähigkeit zu erhalten, aber auch mit
sehr, sehr schlechten Befunden mit schweren, schwersten Komplikationen. Der zweite Eingriff, gerade bei einem Herstellen eines weiblichen Genitals, war das Anlegen einer Neovagina recht oft, also einer künstlichen Vagina, die ab diesem Zeitpunkt dann jeweils wieder auch immer geweitet werden musste, also durch Dildos, Dildo-ähnliche Gegenstände, die die Eltern auch in dem Alter ungefähr einführen mussten. Also insofern eine gewisse Problematik da drin. Als Material gucken Sie nochmal in das, was ich jetzt auf der einen Folie zur Intergeschlechtlichkeit dargestellt habe. Da sind gute Materialien mit drin, sowohl für den Geburtshilfebereich als auch für andere Fachkräfte. Danke, ich würde noch eine Frage aus dem Chat stellen, die wurde mehrfach gestellt in anderen Ausprägungen. Es geht wieder ein bisschen zurück in die Geschichte. Eine Person schreibt, Stichwort moderne Biologie, 18. Jahrhundert. Aus meiner Perspektive ist das binäre Geschlechtermodell keine Erfindung der modernen Biologie, sondern folgt einer Kontinuität, die viel früher begonnen hat, besonders im christlichen Weltbild. Würden Sie mitgehen, wenn ich die Ursachen für die tiefe Internalisierung des binären Modells bereits in der Zeit der Entstehung des Christentums verorten würde? Nicht direkt. Also tatsächlich in dieser Ausformung, wie wir heute Geschlecht betrachten, ist es eine neue Ausformung. Wenn Sie zum Beispiel, wir waren gerade an dem Punkt Intergeschlechtlichkeit mit dran, natürlich in anderen Begriffen. Damals wurde so ein Begriff Hermaphroditismus verwendet und der war auch der war nicht medizinisch aufgeladen. Wenn Sie sich zum Beispiel die Situation im Mittelalter ansehen, da hat sehr schön Christoph Rolker aus Konstanz, denke ich, gearbeitet. Da war zum Beispiel irgendwie untypisches Genital bei einem Kind fiel auf und es war dann die Frage, wie sollen wir denn eigentlich das Kind einordnen, und in so einem Fall sollte dann die Kirchengerichtsbarkeit angerufen werden. Mittelalter gibt es dann eine relativ knappe Reaktion darauf, wird gesagt, dann ist eben so, muss sich das Kind sich verhalten, entweder sich in die weibliche oder in die männliche Richtung zu verhalten. Also es war eine Entscheidungsmöglichkeit jeweils vorgesehen. Etwas später, ungefähr 1530, hat man eine andere Situation schon mit gerade Fragestellung, dann auch Kirchengerichtsbarkeit, gleicher Fall, angerufen. Und da wird dann gesagt, ganz, ganz furchtbar, Kind verbrennen, verbrennen, verbrennen. So, das ist dann die Veränderung. Das bedeutet, wir haben einen ersten Bruch etwa um 1500. Kann man sich angucken, was passiert da drin. Einmal kommt da Protestantismus auf, es kommt Kapitalismus auf. Also daran kann man ein paar Punkte jeweils festmachen. Und zum anderen haben wir den zweiten Punkt, das wäre dann um 1800. Da haben wir eine stärkere Unterlegung mit Argumenten der Natürlichkeit. Also da haben wir gerade moderne Wissenschaften, die eine stärkere Rolle spielen. Vorher gibt es auch solche Argumentationen, aber da gibt es tatsächlich zwei deutliche Einschnitte. Vielleicht, wenn Sie so ein paar Ideen in die Richtung nachlesen wollen, wie so etwas aufkommen konnte, dazu haben sich Sally Alexander Wolter und ich in dem Band Queer und Anti, in Klammern gesetzt, Kapitalismus auseinandergesetzt. Da werden gerade diese Fragestellungen verhandelt, auch in Bezug auf Christentum und auch in Bezug auf Kapitalismus. Ich habe noch eine Frage, die eventuell relativ kurz zu beantworten ist. Wie leicht veränderbar ist das biologische Geschlecht? Davon ausgehend, dass es alles ein komplexer Prozess ist mit vielen Faktoren. Genau. Also einmal ist immer so ein bisschen der Hintergrund, was ist wiederum veränderbar. Wir hatten ganz menschenverachtende Reaktionen. Also wir haben lange Zeit versucht, Menschen immer in eine klare Schublade zu pressen. Deshalb diese medizinischen Behandlungen, deshalb teilweise in der Geschichte Menschenversuche, die jeweils stattgefunden haben. Also insofern jeweils der Wunsch, eine Norm jeweils zu schaffen. Das bedeutet natürlich, kann man heute auch mit Präimplantationsdiagnostik jeweils auch versuchen, Veränderungen zum Beispiel zu erkennen. Es wird jeweils nicht zu dem gewünschten Ergebnis einfach führen. Also zum Beispiel, wenn man eine Trisomie beispielsweise, also eine Verdreifachung eines Chromosoms beispielsweise, wenn man so etwas behandeln würde oder gleich auslesen wollen würde an einer solchen Stelle, dann bedeutet das trotzdem nicht, dass man am Ende das gewünschte Endprodukt hat, also ein Kind in dieser und jenen Ausformung dabei. Wir sollten aber auch viel mehr darauf kommen, überhaupt zu gucken, einmal, was wollen wir in der Gesellschaft, also wie wollen wir eine Vielfalt haben, und da kann eine Biologie eigentlich durchaus ganz gut beitragen, wenn sie nicht einfach nur sagt, wir müssen jetzt diese gesellschaftliche Zweigeschlechternorm übertragen und begründen, sondern einfach sagt,
sagt, nee, wir beschreiben tatsächlich, wie eine Vielfalt in der Gesellschaft zustande kommt, also wie Merkmale sich ausbilden, dann kommen wir tatsächlich an so einen Punkt an, dass wir sagen können, Biologie und Evolution will Vielfalt. Das sorgt am Ende auch dafür, dass wir haben jetzt gerade Klimawandel, dass eine Anpassungsfähigkeit gegebenenfalls über verschiedene Generationen hinweg in einer Weise möglich wäre. Und dann immer zu sagen, ach na, wir haben jetzt aber heute eine klare moderne oder deutsche Norm vor Augen, wie wir das eigentlich alles geschnitten haben wollen, das ist gar nicht das Interesse. Also insofern Schwierigkeiten, überhaupt ein Wunschergebnis herzustellen, wird so nicht sein, sondern man kann dann sehen, dass einzelne Merkmale ausgelesen werden, aber das wäre nicht das Ziel und nicht der Wunsch. Gut, also wir haben jetzt noch relativ viele Fragen im Chat, die wir leider nicht mehr schaffen werden. An dieser Stelle war es das jetzt erst einmal von uns aus Merseburg. Kommen Sie gern vorbei, besuchen Sie unseren schönen, innovativen Campus. Ich würde aber das letzte Wort gern Professorin Voss zurückgeben. Vielen Dank. Also einmal erstmal vielen Dank für die Fragen. Und das ist immer bei so einer Veranstaltung so, wir gucken immer nach einem klaren Anfang und nach einem klaren Ende dann dabei. Aber wenn Fragen offen geblieben sind, einmal stellen Sie sie gern auch per Mail noch. Also schreiben Sie auch mir gern eine E-Mail dann dazu. Ich kann sie auch noch mal kurz mit einblenden. Aber Sie finden auch einfach, wenn Sie unter meinem Namen suchen, finden Sie meine Mail-Adresse auch. Also insofern schreiben Sie gern eine Mail und dann werde ich sehen, dass ich das beantworte. Und das Wesentliche auch, aus meiner Sicht, auch bei biologischer Theoriebildung gucken Sie jeweils auch mal kritisch hin. Bei jeder Studie gucken wir, ach na, wie haben die das jeweils gemacht im soziologischen Kontext? Also wer wurde befragt und wie? Wahlforschung beispielsweise. Gucken viele Leute kritisch hin, kann das sein? Bei einer biologischen Studie sollten wir das auch so das und das gefunden. Wie hat die Forschungsgruppe das gemacht? Und auch in der Biologie wird nur mit Wasser gekocht. Also insofern gerne dafür interessieren und verstehen wollen. Gut, also vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass Sie heute auch dabei waren. Und natürlich an alle, die sich zugeschaltet haben. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.